Als mein Mann und ich 1991 die Firma gründeten, wollten wir selbstbestimmt Patienten mit einer neuen veränderten Lebenssituation beraten und diese mit Hilfsmitteln versorgen. Damals nannten wir diese Firma Enterostoma und Inkontinenz Treitschke und waren in einer kleinen Filiale oder mit einer kleinen Praxis im Ärztehaus in Zwickau-Eggersbach. Ich beriet und belieferte die Patienten und mein Mann kümmerte sich um die theoretischen Belange wie Materialbestellung und Abrechnung. In den kommenden Jahren wurden zur Verstärkung Krankenschwestern eingestellt und wir erweiterten unser Leistungsangebot auf klassische Sanitätshausartikel wie zum Beispiel Bandagen und Rollstühle und eröffneten unsere erste Filiale. 2001 zogen wir mit nun schon 12 Mitarbeitern in die Thomas-Mann-Straße am Schlobisch-Park. Am 3. Januar 2007 verstarb mein Mann plötzlich und unerwartet im Alter von 50 Jahren an einem schweren Herzinfarkt. Aber mit seiner Akribie und Gewissenhaftigkeit hatte er die gesamten 16 Jahre vorher einen Grundstein gelegt, der bis heute hält. Im Jahr 2008 beteiligten wir uns an der Ausschreibung der AOK Plus zur Versorgung mit Inkontinenzhilfen. Wir gewannen in zwei Regionen und versorgten ab Januar 2009 ca. 6.000 AOK-Versicherte. Das war für uns alle eine große Herausforderung, die wir aber durch höchste Einsatzbereitschaft aller Mitarbeiter gemeistert haben. Seitdem steht der Name Treitschke für qualitativ höchste Inkontinenzversorgung in unserer Region. Ende 2012 komplettierten wir unser Angebot durch die Eröffnung einer Orthopädiewerkstatt. Im August 2013 übernahmen wir das Kreizer Traditionshaus Orthopädie Ackermann und sind nun auch in Thüringen am Markt. 2014 fusionierten wir mit dem Reha-Team Westsachsen, welches 2002 von Herrn Treitschke mitgegründet wurde. In diesem Zusammenhang arbeiten wir jetzt auch auf dem Gebiet der Kinderreha, hier natürlich auch mit dem Anspruch einer qualitativ hochwertigen Versorgung. Heute beschäftigt die Firma Homecare Service Treitschke GmbH über 40 Mitarbeiter und immer steht der Kunde bei allen diesen Mitarbeitern im Mittelpunkt. Ich möchte mich nun heute und hier bei all meinen Mitarbeitern für ihre Einsatzbereitschaft bedanken, aber auch unseren Kunden, die all die Jahre die Treue gehalten haben, möchte ich hiermit Danke sagen. Und ich verspreche Ihnen, dass Sie auch in Zukunft bei uns an erster Stelle stehen.